Gott gab uns ein Gesetz, doch waren wir zu schwach, dass wir es hätten halten können. Wir gingen nur den Sünden nach, kein Mensch war fromm zu nennen. Der Geist blieb an dem Fleische kleben und wagte nicht zu widerstreben. Wir sollten in Gesetze gehen und dort, als wir in einem Spiegel sehen, wie unsere Natur unartig sei, und dennoch blieben wir dabei. Aus eigener Kraft war niemand fähig, des Sünden Unart zu verlassen. Ihr möcht auch alle Kraft zusammenfassen.
musste das Gesetz erfüllet werden. Deswegen kam das Heil der Erden, des höchsten Sohn, der hat es selbst erfüllt und seines Vaters Zorn gestillt. Durch sein unschuldig Sterben ließ er uns Hilfe werben. Wer nun demselben traut, wer auf sein Leiden baut, der gehet nicht verloren. Der Himmel ist für den erkoren, der wahren Glauben mit sich bringt und fest um Jesu.
wenn wir die Sünd aus dem Gesetz erkennen, so schlägt es das Gewissen nieder. Doch ist das unser Trost zu nennen, dass wir im Evangelium gleich wieder froh und freudig werden. Dies stärket unseren Glauben wieder. Drauf hoffen wir derzeit, die Gottes Gütigkeit uns zugesaget hat. Doch habe auch aus weisem Rat die Stunde uns verschwiegen. Jedoch, wir lassen uns begnügen, ihr weiß es, wenn es nötig ist, und brauchet keine List an uns. Wir dürfen auf ihn bauen und ihm allein vertrauen.